Seid gegrüßt, Sire. Die Wüste mit euch. Und somit hallo und herzlich willkommen zu Stronghold Crusader. So, oder soll ich besser sagen, Stronghold Crusader HD. Steht da schön brav hier oben im Feld und ich gucke jetzt erstmal kurz noch nach Optionen etwas. Identität, ja, das passt. Dann fehlt noch etwas. Na, zurück. Sound. Optionen. Bin gerade am überlegen, ob ich da noch irgendwie ein bisschen was zurückstelle. So, 2 vielleicht. Die Sprachlautstärke auf 4. Ja, dürfte passen. Zurück. So, jetzt kann es losgehen. Und zwar werden wir nicht den Kreuzzug durchspielen. Ich kann euch ja mal kurz zeigen. Wir haben hier ein eigenes Spiel. Wir haben hier 2 Kreuzzugsmärsche. Das, ja, jede dieser Missionen gestaltet sich aber, ja, nach dem gleichen Prinzip. Kann ja mal kurz, also man hat hier eine Karte, einen Gegner muss den platt machen. Bei der zweiten Mission genau dasselbe, ein anderer Gegner. Nach und nach wird es halt schwieriger. Ich glaube, bei der dritten Mission hat man dann einen Verbündeten gegen 2 Gegner. Und nach und nach wird es mehr. Da haben wir hier, ja, das steinerne Tal. Haben wir auch dreimal Schwein. Was haben wir hier noch? Löwenmähne, Wüstenjäger, das Reich der Kamele, unfruchtbare Land. Schauen wir mal kurz da rein. Ja, da hat man 5-mal gegen die Schlange allein zu kämpfen. Ja, und es wird halt immer schwieriger. Also die Gegner kriegen dann auch teilweise mehr. Die Mutter aller Schlachten. Mit den 49. Und schließlich die letzte Mission. Ja. 7 verbündete Gegner gegen den Spieler. Ja, ein Maschinchen hat man, um Missionen zu überspringen. Das braucht man aber nicht unbedingt. Ja, hier ist dann auch mal noch ein 2. Marsch. Der, ja, funktioniert genauso. Hat man dann auch am Ende einen Haufen Gegner gegen sich selbst. Aber das ist jetzt nicht Gegenstand dieses Let's Plays, sondern diese historischen Kampagnen, die funktionieren nämlich ein wenig anders und ich werde sie alle 4 durchspielen. Und zwar mache ich nicht für jede Kampagne ein extra Projekt. Die haben alle nur 5 Missionen, glaube ich. Die werde ich alle danach nacheinander am Stück machen. Und fangen wir an mit an die Waffen. Ich habe die hier alle schon durchgespielt, aber ich fange natürlich von vorne an. 1094 nach Christus. Türkische Armeen greifen Europäer in Anatolien an und entweihen dabei heilige Orte. Vom Papst gedrängt und mit Versprechen auf Abenteuer gelockt, fallen europäische Armeen in Konstantinopel ein. Oh, muss ich da weiter drücken? Nach der Ankunft in Konstantinopel kennen die hungernden Kreuzritter keine Skrupel mehr und beginnen, das umliegende Land auf der Suche nach Nahrung zu plündern. Kaiser Alexus unterstützt sie umgehend mit Schiffen und einer militärischen Eskorte. Alles klar. Nehmt die Stadt Nicäa mit Hilfe der griechischen Verbündeten ein. Da die Türken auf den Angriff nicht vorbereitet sein werden, sollte die Schlacht ein Kinderspiel sein. Dennoch müsst ihr eure Reise nach Jerusalem finanzieren. Beschafft Gold, egal wie. Okay, auch hier haben wir wieder diese, ja, Aufgaben, eine Hinweisseite. Was? Hilfe? Okay, das braucht man natürlich nicht. Und ja, die Hinweise gucke ich mir auch hier erst nicht an. Ich habe die beim ersten Durchspielen mit Sicherheit auch angesehen mal. Allein aus Neugier halt. Aber ich denke mal, das kriegen wir so hin. Also wir müssen eine Stadt einnehmen und anschließend Gold schaffen. Wollen wir dann mal gucken, ob wir das hinkriegen. Okay, ich denke mal, das sieht ganz easy aus. Rücken aus. Schauen wir mal, das sind hier so ein paar Schleuderschützen. Ach,
Die krieg ich doch. Bin zur Stelle. Die krieg ich doch. Bereit. Aber sowas von. Was macht dann hier die Geschwindigkeit? Ist auf normal. So, die haben keine hohe Reichweite. Diese Schleuderschützen, die krieg ich aus der Fahne abgeschossen, ohne dass die mir was haben können. Das ist ja einfach hier. Mein Bogen ist euer. Ne? Eure Befehle. Ich habe hier verschiedene Truppen. Farben. Rote und gelbe. Ja. Ist interessant. Also es sind so ein paar gemischte. Also Verbündete und so. Sind auf dem Weg. Gehen wir ein bisschen weiter vor. So, der ist auch schon tot. Aber den Ritter auch was schon mal vorschicken. Vor? Sie haben keine, so, ich glaube, da gibt es diesmal auch keinen kein so Punktebildschirm wie bei Stronghold. Den gibt es hier in Crusader nicht mehr. So, die Jungs möchten nicht auf die schießen, dann sagen wir ihnen, dass es doch Sinn machen sollen. So, und mit dem Ritter kriegen wir die weg hier, komm. So, gute Nacht. Der Feind ist bezwungen. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Ach, jetzt muss ich erstmal einen Kornspeicher. Schauen wir mal, den platzieren wir doch mal hier, ne, oder? Jawohl. Okay, dann haben wir jetzt erstmal alles leer. Ich schicke mal. Auf den Turm geht nicht. Okay. Aus. Burggebäude, ich hab ja nichts. Ich kann nicht mal hier den Turm reparieren, weil ich keine Steine dafür habe. Nicht genügend Steine, my Lord. Aber abgesehen davon hätte ich auch. Könnte ich nicht mal Leute darauf schicken, weil hier ein Stückchen Mauer kaputt ist. Naja, super. Okay, das ist aber auch nicht so schlimm. Wir sollen ja. Auch hier können wir doch. Auch Steine holen. Was haben wir denn? Da bauen wir doch direkt mal da so ein ordentliches Gebäude hin. Der Marktplatz kostet 5 Holz, okay. Ich würde sagen, machen wir uns auch noch ein paar Holzfällerhütten und können wir nicht hier irgendwie ein bisschen was an Obst, jawohl, Obstgarten. Machen wir schön fein säuberlich so viel wie möglich hin. So, mal gucken, wir haben ja auch ein bisschen was an, Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Ne, nicht genügend Arbeiter vorhanden. Na, super. So, haben wir das gern. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Warum nicht? Ach, kommt, Jungs. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Jungs. Ey, komm. Ihr dummen kleinen Viecher. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Komm, haut mal ab, da geht doch bestimmt noch eine Plantage hin, also ein Obstgarten. Oder nicht? Okay, dann eben nicht. Da ging noch einer hin, aber da stehen Bäume im Weg. Naja, was soll's. Ich würde mal sagen, diese drei, das sind nur drei, das ist sehr wenig. Bauen wir mal fix eine Hütte hin. Und sollen wir vielleicht noch ein paar Jägerstände bauen? Können wir die machen? Jawohl. Dann bauen wir noch zwei Jägerstände hin. Ne, zwei Stück? Oder drei? Oh, wo wir gerade bei sind. So, was machen die Geschwindigkeit? Die drehe ich mal hoch. Ich glaube hier, wenn ich mich richtig erinnere, kommen hier eh keine Gegner. Deswegen kann ich hier die Geschwindigkeit gut und gerne nach oben schrauben. Muss ja hier nicht unbedingt alles so sein. Ja, ich hätte gerne noch einen weiteren Obstgarten. Wir benötigen mehr Holz. Aber dann müsste ich hier diese Bäume alle weghauen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Fällt mir nicht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ich glaube, das mache ich aber trotzdem. Ich setze mal da noch zwei Holzfällerhütten hin. Die sollen diese Bäume da weghauen. Ich will da noch einen Obstgarten hinsetzen. So. Müsste ja reichen. Und ich denke mal, einen Marktplatz können wir bauen. Setzen wir den mal dahin. Falls irgendwelche Gegner kommen. Ach, was ist das hier eigentlich? Keine Veränderung. Nennt sich Herrenhaus. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. 450 Gold sammeln wir uns, Chefin. Gibt es hier eigentlich einen Schwierigkeitsgrad? Offensichtlich nicht. Also so wie in Stronghold, wo man. Ich glaube, einfach mittelschwer. Ich habe es ja gar nicht mal gezeigt. Habe einfach auf normal immer stehen gehabt oder mittel, keine Ahnung. Aber es gibt halt noch einfach und schwierig. Da ändert es halt je nachdem die
Anzahl der Güter, die man ranschaffen soll, oder so ähnlich. Was hier in Crusader übrigens jetzt geht, was in Stronghold noch nicht ging, man kann den Marktplatz auch über den, über das Vorratslager oder die Waffenkammer aufrufen. Über einen Kornspeicher geht das nicht. Lebensmittelvorräte wachsen, wenn ich hier jetzt irgendwie auf diese Dinger drücke, dann kann ich da ausschalten, dass sie irgendwelche Nahrung verwendet wird. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier Stein, kann man direkt verkaufen. 5 Stein, 35 Gold. Das heißt 70, 105. Ja, 112 könnte ich haben, oder warte ich noch ein Weilchen? Warte mal hier drauf. Auch der eine Baum ist schon weg. Ist ja cool. Und weißt du was? Euch zwei hau ich mal weg. Ich brauche das Holz eh nicht, was ihr da. Was ihr da bringen könntet. Aber es hat dann doch umgelegt, den Baum. Naja, was soll's. Ich wollte hier noch eine weitere. Einen weiteren Obstgarten haben. So, aber ich kann ja hier auch so machen. Also über den Marktplatz so drauf gehen und dann meinst du, da drücken. Und ja, 5 Früchte, 20 Gold. Dann gucken wir doch mal, was wir hier schon verkaufen können. Ordentlich was. Da kommen die Stein. Naja, die Steinbrüche wieder. Die Ochsen mit den Steinen wieder. Und die beiden Ochsenführer. Mal gucken, was sie so sagen. Bummelchen heißt es. Nein, ich wollte den Ochsenführer. Könnte ich den Ochsenführer mal auswählen? Guten Morgen, Eure Lordschaft. Oh, guten Morgen, Eure Lordschaft. Was haben die denn so zu sagen? Keine Steuern sind gute Steuern. So lautet meine Devise. Fick dich. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Was hat denn die Frau da? Guten Morgen, Eure Lordschaft. Also, besonders, Keine Steuern ist eine Sache, aber wie wäre es mit einer kleinen Gabe? Na, kommt schon. Ich glaub, euch brennt der Kittel. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Naja, ich würde sagen, wir kaufen noch ein paar Steine. Und noch ein paar Früchte und dann haben wir das. Wunderhübsch. Und da sehen wir den Richard Löwenherz. Das soll jedenfalls darstellen. In einer, ja, Kirche, wenn ich das hier richtig sehe. Gut, das war die erste Mission bereits. Und jetzt mache ich einen Schnitt. Die nächste im nächsten Part. Macht's gut und ciao.